Herzlich willkommen bei Fakten der Zukunft, dem zweiten Teil. Wir fahren fort an dem Punkt, an dem wir im ersten Teil aufgehört haben. Wie Sie wissen, haben wir biblische Prophezeiungen betrachtet, ganz besonders in Bezug auf den sogenannten Antichristen. Diese Macht wird im Symbol eines Tieres, das aus dem Meer steigt und einem sogenannten kleinen Horn präsentiert. Folgende Merkmale haben uns bewiesen, dass es sich bei dieser Macht ausschließlich um das Papsttum handeln muss. Erstens, wir haben gesagt, diese Macht geht aus dem Römischen Reich empor, wie es ja auf das Papsttum auch zutrifft. Zweitens, das Papsttum sollte zeitlich nach dem Auftreten der 10 germanischen Stämme aufkommen, also im 5., 6. Jahrhundert. Das geschah auch exakt in Bezug auf das Papsttum. Drittens sagt die Bibel, dass diese Macht eine christenverfolgende Macht sein soll. Das Papsttum hat über 50 Millionen Märtyrer auf dem Gewissen, eine blutige Geschichte durch das ganze Mittelalter. Viertens, es ändert Gottes Gesetz. Auch heute noch kann man den katholischen Katechismus vergleichen mit den 10 Geboten der Bibel und wird feststellen, dass das 2. gestrichen wurde, das 4. verändert und das 10. zweigeteilt wurde. Das Papsttum erfüllt also auch diesen Punkt. Es änderte Gottes Gesetz. Fünftens. Die Bibel sagt, es ist eine gotteslästerliche Macht. Wir haben gefragt, wie definiert die Bibel Gotteslästerung und haben 2 Punkte dabei festgestellt. Zum einen, es lästert, indem diese Macht sich selbst zu Gott macht, beziehungsweise sich an Gottes Stelle stellt. Und zweitens, sie maßt sich an, Sünden vergeben zu können. Auch das ist dem Papsttum erfüllt. Die Beweise haben wir bereits in der letzten Sendung geliefert. Und sechstens, es handelt sich um eine politisch-religiöse Macht, nicht allein um eine nur politische, sondern auch gleichzeitig eine religiöse Macht. Und alle Punkte zusammengenommen lassen nur den einen Schluss zu. Es handelt sich bei dieser Macht um das Papsttum. Aber es gibt noch andere Punkte, die diese Macht kennzeichnen. Zum Beispiel die Zahl seines Namens, 666. In Offenbarung 13, Vers 18 lesen wir dazu: Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl, und seine Zahl ist 666. Das Tier ist das Papsttum. Eine der Amtsbezeichnungen des Papstes ist Vicarius Filii Dei, das heißt übersetzt Stellvertreter des Sohnes Gottes. In Beantwortung einer Leseranfrage schrieb die katholische Zeitung aus Sunday Visitor vom 18. April 1915 folgendes. Der Titel des Papstes von Rom ist Vicarius Filii Dei. Dies ist auf seiner Mitra eingraviert. Der Anspruch dieses Namens allein ist schon Gotteslästerung, da sich der Papst auf diese Art und Weise über den wahren Stellvertreter auf Erden hinwegsetzt, welcher ist der Heilige Geist, nach Johannes 14, Vers 26. Vicarius Filii Dei, das ist der Name des Tieres. Und nach dem Vers, den wir gelesen haben, sind wir aufgefordert, die Zahl dieses Namens zu berechnen. Was bedeutet das? Im Lateinischen haben die Buchstaben auch Zahlenwerte. So ist es ein leichtes, die Zahlenwerte der Buchstaben miteinander zu addieren, um die Summe, die die Bibel nennt, zu erhalten. Wir wollen das vorrechnen. Das V in Vicarius bedeutet 5, I bedeutet 1, C bedeutet 100, A und R haben keinen Zahlenwert, I bedeutet wieder 1, U ist das gleiche wie V, bedeutet also 5, es hat keinen Zahlenwert, macht zusammen 112 im Wort Vicarius. Das F in Filii hat keinen Zahlenwert. I bedeutet 1, L bedeutet 50, I bedeutet wieder 1, davon haben wir 2, macht zusammen 53 im Wort Filii.
53 und 112 macht zusammen 165. Das D in DI bedeutet 500. Macht 665, E hat keinen Zahlenwert, I bedeutet wieder 1, macht zusammen 666. Dies ist die Prophezeiung, die den Antichristen kennzeichnet. Im Konkordanten Neuen Testament wird das Wort Antichrist erklärt. Antichrist, einer, der sich an die Stelle des Gesalbten setzt, von Anti anstatt und Krio salben. Mit anderen Worten ist der Antichrist einer, der vorgibt, die Stelle Gottes einzunehmen, der vorgebliche Stellvertreter Christi. Genau das, was der Papst zu sein beansprucht. Wenn der Papst sich in der Sprache des Neuen Testamentes vorzustellen hätte, so müsste er sagen, ich bin der Antichrist. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, und das ist die Lästerung gegen sein Zelt. Offenbarung 13, Vers 6 sagt, es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott und sein Zelt. Aber was ist sein Zelt? Es ist das Heiligtum im Himmel. Jesus Christus ist nach seiner Himmelfahrt der einzig wahre hohe Priester im himmlischen Heiligtum geworden, wie Hebräer 8 sagt. Als Diener des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Hier vermittelt uns Jesus durch sein Opferblut täglich den Weg zum Gnadenthron des himmlischen Vaters, zu dem wir ohne menschliche Vermittlung, allein im Glauben und Vertrauen auf das Versöhnungsblut Christi jederzeit im Gebet treten können. Die Lehre von einer zusätzlichen oder gar ersetzenden Vermittlung durch verstorbene Heilige oder durch Maria ist eine Lästerung gegen sein Zelt und damit auch gegen die Vermittlung und Versöhnung, die dort im himmlischen Heiligtum geschieht. Wie viele Mittler es wirklich gibt, sagt die Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Nämlich Maria? Nein. Nämlich der Mensch Christus Jesus. Und damit haben wir genug Beweise gesammelt, die uns das Tier kennzeichnen. Aber was sollte noch mit dem Tier geschehen? Die Bibel sagt, die tödliche Wunde wird wieder heil werden. Wir lesen dazu Offenbarung 13 und hier Vers 3. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Diese tödliche Wunde erhielt das Papsttum im Jahre 1798, als der General Berthier unter Napoleon in Italien einmarschierte, die Republik ausrief und der Macht des Papsttums ein Ende setzte. Seither hat das Papsttum nie wieder eine solche Macht inne gehabt wie bis zum Jahr 1798. Eine tödliche Wunde erhielt das Papsttum. Und was sollte dann geschehen? Die tödliche Wunde sollte wieder heil werden. Wie wird es dazu kommen? Genau in der Zeit zwischen dessen tödlicher Wunde und Wiedererlangung der Macht rückt in Offenbarung 13 ein weiteres Tier in den Mittelpunkt. Das zweite Tier. Wir lesen in Offenbarung 13 ab Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Welche Macht wird hier beschrieben? Der erste auffällige Punkt aus diesem Vers ist, dass dieses Tier, diese neue Macht, aus der Erde emporsteigt. Nicht aus dem Wasser, wie die anderen Tiere, die wir kennengelernt haben.
Und das bedeutet, dass es aus bisher unbevölkerten oder wenig bevölkerten Gebieten emporsteigt. Dort, wo vorher keine Nation gewesen ist. Offenbarung 17, Vers 15 sagt uns ja, die Wasser, die du gesehen hast, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also die Prophetie schildert mit Wasser das Völkermeer, Nationen. Und dieses neue, das zweite Tier, kommt aus dem Land empor, dort, wo vorher noch keine Nation gewesen ist. Der zweite Punkt. Es kommt genau zur Fallzeit des ersten Tieres empor. Das heißt, diese Macht entsteht, wenn das Papsttum sich mit seiner mittelalterlichen Vorherrschaft zum Ende neigt. Also um 1798 herum, Ende des 18. Jahrhunderts. Der nächste Punkt. Es hat lammähnliche Hörner. Das bedeutet, es hat christliche Grundsätze. Denn in der Bibel steht ein Lamm für Christus. Siehe, das ist Gottes Lamm, sagt schon Johannes der Täufer über Christus. Und viertens, es hat keine Kronen. Die Hörner sind ungekrönt, im Gegensatz zu den anderen Tieren und Hörner der Prophetie, die wir bisher gesehen haben. Das heißt, es handelt sich um keine Monarchien, sondern um Republiken. Fünftens, es muss eine Weltmacht sein, denn es heißt, die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und vom ersten Tier wurde gesagt, dass es Macht hatte über alle Sprachen, Stämme, Nationen und Völker. Also, es muss eine Weltmacht sein. Wir suchen eine Macht, die dort entsteht, wo vorher kein Staat gewesen ist. Eine Macht, die Ende des 18. Jahrhunderts emporkommt. Eine Macht, die auf christlichen Grundsätzen gebaut ist. Eine Macht, die keine Monarchie darstellt, sondern eine Republik. Eine Macht, die sogar als eine Weltmacht zu bezeichnen ist. Welche andere Macht kann die Bibel nur meinen als die der Vereinigten Staaten von Amerika? Was begeisterte die Pilgerväter damals, den Schwierigkeiten dieser langen Reise über das Meer mit Mut entgegenzutreten? Es war das Verlangen nach Gewissensfreiheit. Sie ließen das päpstliche Europa hinter sich und nach ihnen folgten immer mehr Menschen, die sich nach der Freiheit sehnten. Und sie kamen nach Amerika, um dort diese Freiheit zu finden. In den Jahren ab 1763 schlossen sich die Staaten zu den Vereinigten Staaten von Amerika zusammen. Die lammähnlichen Hörner versinnbilden dabei die christlichen Grundprinzipien, die sich Amerika gegeben hatte. In God we trust, wir vertrauen auf Gott. Dieses Motto ist auf der Dollarnote zu lesen und in die Münzen eingeprägt. Zu diesen christlichen Grundprinzipien zählt auch die Trennung von Kirche und Staat. Eine Grundvoraussetzung für bürgerliche und religiöse Freiheit. Auch der vierte Punkt ist ganz typisch für die USA. Ein Horn ohne Krone, das heißt keine Monarchie. Denn in den USA war es ein Novum, dass man einen Staat bildete ohne einen König und eine Kirche ohne einen Papst. Das war die Grundlage für die erste Demokratie. Und der fünfte Punkt war, dass es sich um eine Weltmacht handelte. Auch ganz typisch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Also, die USA erfüllt alle Punkte. Was hat die USA mit dem Papsttum zu tun? Ganz einfach, sie wird ein Motor sein, um dem Papsttum wieder zu dem Einfluss zurückzuhelfen, den es 1798 durch die tödliche Wunde verloren hatte. Wie wird das aussehen? Offenbarung 13, Vers 16 und 17 sagt uns das. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Da haben wir nun das Malzeichen des Tieres. Die USA werden bewirken, dass die Menschen das Malzeichen des Tieres empfangen. Davon haben wir schon am Anfang des ersten Teils in der Warnung des dritten Engels gehört. Offenbarung 14 und hier Vers 9
und Vers 10. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Gilt das nur allein für die USA? Nein, bestimmt nicht. Denn die Warnung dieser drei Engel ergeht an alle die, die auf Erden wohnen. Sie gilt allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Aber in den USA wird das Malzeichen des Tieres offensichtlich seinen Anfang nehmen. Was ist denn nun das Malzeichen des Tieres? Das Tier ist das Papsttum. Sein Malzeichen ist das Zeichen seiner Autorität oder das Zeichen der Zugehörigkeit. Das Malzeichen des Tieres wird an der Stirn oder an der Hand empfangen. Dabei symbolisiert die Stirn das Bewusstsein, auch unser Glaube, das Wissen, und die Hand symbolisiert das Handeln der Menschen. Dieses Symbol ist bereits aus dem Alten Testament bekannt. Nachdem die 10 Gebote gegeben wurden, wird Folgendes hinzugefügt. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 8. Und du sollst sie, das sind die 10 Gebote, zum Zeichen auf deiner Hand binden, und sie sollen zu Stirnbändern sein, zwischen deinen Augen. Aha! Diese Symbolik bezieht sich in der Bibel auf die 10 Gebote. Aber vor der Annahme des Malzeichens warnt uns ja Gott. Handelt es sich dabei etwa um falsche Gebote? Auf der anderen Seite werden diejenigen, die das Malzeichen des Tieres ablehnen, als die beschrieben, die da halten die Gebote Gottes. Diese Gruppe der Treuen hat auch ein Zeichen an der Stirn, nämlich das Siegel Gottes. Und wie wir später sehen werden, finden wir das Siegel Gottes in den biblischen 10 Geboten wieder. Wir sehen, es passt alles zusammen. Bei dieser Symbolik geht es ganz eindeutig um Gottes 10 Gebote. Die eine Menschengruppe, die das Siegel trägt, zeichnet sich durch Gehorsam gegenüber den Geboten aus. Die andere Menschengruppe, die das Malzeichen des Tieres trägt, zeichnet sich durch Ungehorsam gegenüber den 10 Geboten aus. Beim Malzeichen handelt es sich um das Autoritätsmerkmal des Tieres, sprich des Papsttums. Und hat das Papsttum tatsächlich die 10 Gebote geändert? Ja! In welchem Punkt? Es hat die Sabbatheiligung durch die Sonntagsheiligung ersetzt. Wir haben bereits die biblischen 10 Gebote mit dem kirchlichen Katechismus verglichen. Dieser Punkt erfüllt ja auch den Gegenstand der biblischen Prophezeiung. Danach sollte das Papsttum sich anmaßen, Festzeit und Gesetz zu ändern. Das Papsttum hat die Festzeit, den Sabbattag, das Gesetz dabei verändert. Also ist es doch offensichtlich, dass es sich beim Malzeichen des Tieres um nichts anderes als die Durchsetzung der Sonntagsheiligung handelt. Und die Tatsache, dass die Verweigerung des Malzeichens mit der Todesstrafe bedroht wird, zeigt, dass es sich um ein Sonntagsgesetz handeln muss. Denn nur wo ein Gesetz ist, kann auch eine Übertretung desselben mit einer Strafe geahndet werden. Ein Sonntagsgesetz, das die angekündigte Verfolgung bringen wird. Und so erstaunlich das klingt, darin stimmen wir sogar mit den Katholiken überein. Ein Zitat soll das verdeutlichen. Der Sonntag ist unser Autoritätszeichen. Die Kirche steht über der Bibel und die Verlegung der Sabbatfeier ist der Beweis für diese Tatsache. Aber eines muss man dazu sagen. Erst derjenige, der die Ansprüche des 4. Gebotes, des Sabbatgebotes, versteht, und die Einrichtung, von der Gott gesagt hat, sie sei das Zeichen seiner Autorität, verwirft und stattdessen das Zeichen annimmt, das Rom als Zeichen seiner Autorität erwählt hat, der nimmt das Malzeichen des Tieres an. Das Zeichen des Bündnisses mit Rom, das Malzeichen des Tieres,
wird ihm dann symbolisch auf die Stirn geprägt. Erst unter einem nationalen Sonntagsgesetz, wenn die Menschen entscheiden müssen zwischen den 10 Geboten auf der einen Seite und den veränderten päpstlichen menschlichen Geboten auf der anderen Seite, werden die, die in der Übertretung verharren, das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Für den aufrichtigen Sonntagshalter gilt: Die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Wir sehen anhand der prophetischen Beschreibung der USA, dass diese Macht harmlos beginnt, aber am Ende der Zeit ihre christlichen Grundpfeiler verwerfen wird, wenn sie wie ein Drache sprechen wird. Es wird vorhergesagt, dass Amerika über die Errichtung eines Bildes die Menschen dazu bringen wird, das Tier mit der geheilten Todeswunde anzubeten. Offenbarung 13, Vers 14. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Was ist das Bild des Tieres? Das Tier mit der Wunde haben wir als das Papsttum identifiziert. Ein Bild ist eine Kopie, ein Abbild. Es ist daher ein Abbild dessen, was das Papsttum während seiner 1260-jährigen Vorherrschaft war. Was hat das Papsttum zum Papsttum gemacht? Was waren die typischen Merkmale des Papsttums? Was hat diese Macht so grausam werden lassen? Es waren dies im Wesentlichen zwei Punkte. Erstens die Abkehr oder der Abfall von dem ursprünglichen, unverfälschten biblischen Glauben und als zweiten Schritt die Verbindung von Kirche und Staat. Das Produkt dieser Entwicklung war das Papsttum. Als die Kirche die Staatsmacht beherrschte, wurden ihre Lehren durch staatliche Gewalt verteidigt. Andersdenkende kamen nicht nur mit der Kirche, sondern jetzt sogar mit staatlicher Gewalt in Konflikt. Wo immer die Kirche die Staatsmacht erhält, werden Andersgläubige zu Gesetzesübertretern. Es kann keine religiöse Freiheit und keine Gewissensfreiheit geben, wo eine Verbindung von Kirche und Staat existiert. Das Gleiche gilt für totalitäre Systeme, wo beispielsweise ein Führer einem Gott gleich verehrt wird. Auch hier kann es weder Gewissens- noch Religionsfreiheit geben. Die Geschichte ist ja voll von Beispielen derart. Zum Beispiel die Inquisition oder auch die Verbrennungen von Reformatoren. Huss, Hieronymus, Latimer und wie sie alle hießen. Alle wurden ein Opfer von der Verbindung von Kirche und Staat. Das Papsttum ist bis zum heutigen Tag ein entschiedener Gegner der Trennung von Kirche und Staat. Beim Polenbesuch berichtet das Time Magazine über Papst Johannes Paul II. In Predigten verurteilt Johannes Paul II. Die Trennung von Kirche und Staat. Papst Pius IX. Sagt in seiner Enzyklika vom 15. August 1854: Die abgeschmackten und irrigen Lehren oder Faseleien zur Verteidigung der Gewissensfreiheit sind ein höchst verderblicher Irrtum, eine Pest, die vor allem anderen in einem Staat am meisten zu fürchten ist. Der friedfertige Ton Roms heute schließt keineswegs eine Sinnesänderung in sich. Es ist vielmehr duldsam, wo es ohne Hilfe ist. Bischof O'Connor sagt es so: Die Religionsfreiheit wird nur geduldet, bis das Gegenteil durchgesetzt werden kann, ohne die katholische Welt zu gefährden. Die Gründungsväter Amerikas jedoch erkannten den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat. Sie lernten aus der Vergangenheit des päpstlich beherrschten Europas. Sie errichteten eine Nation auf der Grundlage der strikten Trennung von Kirche und Staat. Dieses Prinzip gewährleistet in jedem freien Land die Freiheit des Gewissens und die Freiheit der Religion.
jeder Mensch hat das unveräußerbare Recht, Gott so anzubeten, wie es sein Gewissen ihm vorschreibt. Bei der Richtung des Bildes des Tieres wird die USA schließlich ihren Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat aufgeben und reden wie ein Drache. Wodurch redet ein Staat? Durch Gesetze. Denn die Todesstrafe und der wirtschaftliche Boykott des Nichtkaufens oder Verkaufenkönns wird durch die Übertretung staatlicher Gebote gefordert. Die Prophetie offenbart uns, dass Amerika die Sonntagsheiligung, also das Mahlzeichen des Tieres, über die Errichtung des Bildes des Tieres erreichen wird. Da es sich um ein Abbild des Papsttums handelt, kann es nicht die katholische Kirche selbst sein, die den Staat zu dieser scharfen Sonntagsgesetzgebung drängen wird. Es müssen aber Kirchen sein, die selbst den Sonntag halten. Das Bild ist nichts anderes als der von der biblischen Lehre abgefallene Protestantismus im ökumenischen Kirchenverbund, der sich mit dem Staat verbinden wird und den Staat drängen wird, religiöse Gesetze zu erzwingen. Ein Sonntagsgesetz. Und die unausbleibliche Folge wird Verfolgung sein für alle die, die die biblischen 10 Gebote halten wollen. Die ganze Welt wird diesem Gebot der Sonntagsheiligung gehorchen. Es wird die entscheidende Frage der Zukunft sein, eine Entscheidung auf Leben oder Tod, entweder Gott zu gehorchen oder den Menschen. Doch die Bibel sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir wollen auch den Hinweis nicht unbeachtet lassen, dass Amerika in dieser Zeit, Zitat, große Zeichen tut, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Menschen herabkommen lässt. Wir denken spontan an den Atombombenabwurf 1945 über Hiroshima und Nagasaki und die verschiedenen Luftkriege, beispielsweise 1991 im Irak. Aber geistlich gesehen bedeutet Feuer ein Symbol für den Heiligen Geist, wie es bei den Jüngern geschah zu Pfingsten. Sie empfingen den Heiligen Geist im Bild von herabkommendem Feuer. Aber ein falsches Feuer ist auch ein falsches Pfingsten, wie es in der nicht ohne Zufall aus den USA stammenden Pfingstbewegung besteht. Hier geschehen zwar Zeichen und Wunder, aber Gottes Gebote werden nicht gehalten. Und der Dialog solcher Schwärme am Ende der Zeit mit Christus ist in der Bibel aufgezeichnet. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Diese falschen Zeichen und Wunder werden die Verführung, die durch das Mahlzeichen, das Bild des Tieres geschieht, begünstigen. Das sagt uns die Offenbarung. Es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier ihm zu tun gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, also dem Papsttum, ein Bild zu machen. Zeichen und Wunder, die die Menschen beeindrucken werden, werden bewirken, dass zuerst in Amerika und dann in aller Welt ein politisch religiöses Abbild des Papsttums geschaffen wird, das die Trennung von Kirche und Staat aufhebt, das Ende bürgerlicher und religiöser Freiheit bringt und eine Verfolgung derer bewirkt, die das Gesetz der biblischen 10 Gebote dem durch das Papsttum veränderten Gesetz vorziehen werden. Jesus sagt das selbst, mitten im Matthäusevangelium, auf die Frage hin, was sind die Zeichen des Endes? In der sogenannten Endzeitrede in Matthäus 24. Er spricht von dieser Flucht und er spricht auch von dem Grund der Flucht bzw. der Verfolgung. Bittet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe oder am Sabbat. Damit bestätigt er nicht nur die kommende Christenverfolgung, sondern er deutet sogar ihren Grund an, nämlich der Gehorsam gegenüber allen 10 Geboten, auch
der siebte Tag Sabbats. Beim nächsten Mal wollen wir mehr über diesen Gegenstand erfahren. Und vielleicht interessiert es Sie, was die Theologen anderer Konfessionen über den Sabbattag zu sagen haben. Aber mehr dazu im dritten Teil.